Spontaner Jubel in Palermo. Einwohner der sizilianischen Stadt vergießen Freudentränen, applaudieren und schütteln vermummten Polizisten die Hand. Der Anlass? Der oberste Pater der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, wurde am Montag festgenommen, nach 30 Jahren im Untergrund. Matteo Messina Denaro kommt aus einer Mafia-Zeit, von der man eigentlich glaubte, die sei schon längst vergangen, aus den 80er Jahren, aus den frühen 90er Jahren. Messina Denaro spielte eben eine große Rolle in diesen blutigen Attentaten, in dieser Zeit, in der es Entführungen gab, Autobomben, Anschläge auf führende prominente Mafiajäger in Italien. Einer der berühmtesten war Falcone, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Beide wurden 1992 in spektakulären Anschlägen ermordet. Und Denaro gehört zu den Drahtziehern hinter diesen Attentaten. Eine Erkrankung des Mafioso brachte die Ermittler offenbar auf Denaros Spur. Die Fahnder erreichte der Hinweis, der Mafioso habe eine seltsame Art Krebs. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem angeblichen Landvermesser namens Andrea Bonafede, der genauso alt war wie der Gesuchte und an derselben Krankheit litt. Der Mann ließ sich regelmäßig in der Privatklinik La Maddalena in Palermo behandeln. Am 16. Januar griffen dort Spezialeinheiten der italienischen Carabinieri zu. Denaro war gefasst, für die Ermittler eine riesige Genugtuung. Die Sicherheitskräfte, die Justiz, ja, hat sich ja nicht nur von der Politik allein gelassen gefühlt, sondern eben auch von der Gesellschaft. Ja, in einer Gesellschaft Sizilien, Kalabrien, die eingeschüchtert ist durch blutige Attentate, durch Entführungen. Ja, das ist natürlich ein Klima, in dem die Leute sich einfach nichts trauen. Niemand geht zur Polizei, zeigt jemand an. Die Omerta, das Schweigegebot, das sind natürlich Dinge, die dann in solchen Umständen wahnsinnig bedeutend sind und den Ermittlern die Arbeit erschweren oder fast unmöglich machen. So. Und wenn man mit Ermittlern redet, was ich häufig gemacht habe, sagen die ja auch, wir brauchen ohne einen Wandel in der Gesellschaft ist der Kampf gegen die Mafia nicht zu gewinnen. Für viele Italienerinnen und Italiener ist der Fahndungserfolg auf Sizilien ein Hoffnungsschimmer. Era ora. No, è sicuramente positivo e ringraziamo le forze dell'ordine che sono riuscite ad arrivare a questo risultato. Sono rimasto molto sorpreso perché forse avendola vissuto da bambino mi sembrava una cosa che dovesse rimanere così, no? Ci fosse un equilibrio che non si potesse mai. Però per me è una vittoria della società. Di tutti gli italiani buoni, bravi, certo, e di tutti i lavoratori dello Stato, i poliziotti, i magistrati, eccetera. Auch Italiens Ministerpräsidentin feierte die Festnahme. Beh, sì, è una giornata storica, un giorno di festa. È un giorno di festa per le persone per bene, è un giorno di festa per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata. Perché il sacrificio di tanti eroi non era vano, perché qualcuno ha raccolto quel testimone e quella guerra è stata portata avanti. Ich glaube, man kann bei ihr schon sehen, so eine entschiedene Haltung gegen die Mafia, soweit man das jetzt nach wenigen Monaten im Amt sagen kann. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war tatsächlich, ein Anti-Mafia-Gesetz zu verschärfen. Dass sie direkt darunter geflogen ist, von Rom nach Palermo, den Sicherheitskräften gedankt hat, dass sie das Denkmal für Falcone besucht hat. Das sind natürlich alles Signale, die zunächst mal auf den ersten Blick eigentlich nicht schlecht wirken. Meloni sagte auch, man habe den Krieg gegen die Mafia nicht gewonnen. Aber die Festnahme sei ein bedeutender Sieg gewesen. Und dennoch, die organisierte Kriminalität in Italien bleibt auch nach der Festnahme Denaros sehr mächtig. Die Mafia in Sizilien mag nun geschwächt sein, die Musik spielte aber auch schon vorher in anderen Regionen des Landes. Die Frage ist aber natürlich, was die Mafia in Italien betrifft, wo steht die Cosa Nostra, die sizilianische Mafia, zum Beispiel im Vergleich zur Camorra im Raum Neapel oder im Vergleich zur Ndrangheta in Kalabrien, in der Südspitze des italienischen Stiefels. Und da ist es einfach so, dass die Ndrangheta heute die viel gefährlichere, größere, reichere, mächtigere, international vernetztere Organisation ist. Und dennoch ist das Signal der Festnahme. In Italiens Gesellschaft bewegt sich möglicherweise etwas. Mehr Rückhalt für die Mafiajäger, weniger Rückhalt für die Mafiosi.